Herzlichen Dank, Frau Ministerin, Herr Rieck-Balicke, Frau Dr. Ramm. Es ist mir eine große Freude, in Schleswig-Holstein wieder zu sein, auch deswegen, weil Schleswig-Holstein wirklich ein Glanzlicht geworden ist bei der Verbesserung von Bildungsleistungen. Ich denke, das ist wirklich mein Glückwunsch an Sie alle. Es ist, glaube ich, auch Ansporn dazu, die Schere zwischen der digitalen und analogen Welt auch im Bildungsbereich zu verringern. Die digitale Welt ist, wo ich als Schüler mit Facebook, mit jedem vernetzt bin, über meine Schüler, meine Freunde, auch sehr viel weiß. Die analoge Welt ist die Realität, wo ich dann doch noch das meiste, was ich habe, irgendwo abschalten muss, bevor ich in die Schule gehe. Die analoge Welt ist, oder die Diskrepanz, ich weiß heute teilweise mehr über den Überfahrer, der mich vielleicht zum nächsten Ort bringt, als über meine Lehrer oder Lehrerin in der Schule. Na, ich denke, da ist noch wirklich sehr viel zu tun, im Grunde die Realität reinzubringen. Wie Sie wissen, wir bewerten die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme immer mit unseren regelmäßigen PISA-Studien. Im Jahr 2015 waren die Naturwissenschaften der Schwerpunkt. Und zum ersten Mal haben wir das in 2006 gemacht. Ne? 2006 ist wirklich lange her. Ich weiß, Frau Ministerin, für die Politik ist eine Woche eine lange Zeit und im Grunde vor 10 Jahren kann man sich kaum mal vorstellen. Aber das war das, 2006 war das Jahr, bevor das iPhone erfunden wurde. Wir hatten damals keine Smartphones. Twitter war immer noch Vogelgesang. Amazonas hat man noch gedacht, das ist ein Fluss irgendwo. Google hat man noch nicht gekannt. Aber man muss sehen, in den Naturwissenschaften hat sich zum Beispiel in der Fähigkeit, Schüler wie ein Naturwissenschaftler zu denken, wenig verändert. Die Schüler haben mehr Stoff gelernt, neuen Stoff gelernt, aber die kognitiven Fähigkeiten, wie ein Naturwissenschaftler zu denken, hat sich im OECD-Mittel wenig geändert. Und die Welt ist ja 2009 nicht stehen geblieben. Plötzlich wurden Straßenkarten dynamisch, Autos fuhren elektrisch, heute ohne Fahrer. Aber wir sehen auch in dem Zeitraum, hat sich im Grunde an dem, was wir im Grunde von Schülern erwarten, im Leistungsergebnis wenig gemessen. Und denken Sie allein an die letzten Jahre im Bereich der Digitalisierung, Robotics, Cloud Computing, Biogenetics, all diese Themenfelder, die die Welt grundlegend verändert haben, unser Verhalten, unser Lebensalltag wirklich tiefgehend verändert haben. Und trotzdem hat sich das im Grunde nicht niedergeschlagen in der Art und Weise, wie wir lernen. Mehr Stoff, ja, aber andere kognitive Leistungsprozesse, da haben wir wenig Veränderungen gesehen. Es gibt Ausnahmen, wie immer. Man sieht zum Beispiel, Portugal war ein Land, das sich wirklich Schritt für Schritt hervorgearbeitet hat. Oder man sieht Länder wie Singapur, die haben gut angefangen und werden auch immer besser. Und ich glaube, auch das ist wichtig zu sehen. Die leistungsfähigsten Bildungssysteme warten nicht auf die anderen, sondern sind die meisten Veränderungen finden an der Leistungsspitze statt. Dort ist auch die Veränderungsdynamik am größten. Und Deutschland hat relativ gut angefangen, aber man sieht, wenn man sich auch deutlich verbessert im letzten Jahrzehnt, aber wenn man auf die letzten Jahre schaut, ist die Entwicklung in die falsche Richtung gegangen. Und da sind Länder wie Schleswig-Holstein ein gutes Beispiel, die gezeigt haben, man kann wirklich immer Dinge verbessern. Das ist ein Gesichtspunkt. Das sind so die Ergebnisse im Leistungsvergleich. Ich will aber noch einen anderen Punkt mal hervorheben. Wir haben die Schüler im PISA-Vergleich auch immer gefragt, was wollt ihr in eurem Leben eigentlich mal machen? Das ist jetzt der Anteil der Schüler, die sich vorstellen können, irgendwann mal im Bereich der Naturwissenschaften tätig zu werden. Und da sieht man, da ist Deutschland ganz am unteren Ende. Die Schüler sind zwar noch relativ gut im internationalen Vergleich, bei Schultests, aber wenn es darauf ankommt, bedeutet das was für mich mein Leben? Ist das irgendwas, etwas, was mir eigene Lebensperspektiven eröffnet? Ist das ganz am unteren Ende? Und das gilt übrigens für viele der leistungsstärksten Bildungssysteme in Asien. Selbst Finnland ist hier einzuordnen. Schauen wir mal auf die USA. Gegenbeispiel. Die sind nicht besonders erfolgreich im PISA-Vergleich. Die Leistungsergebnisse sind so mittelmäßig. Aber alle Schüler wollen irgendwo später mal in den Naturwissenschaften arbeiten. Und diese sozialen, emotionalen Aspekte sind wirklich sehr wichtig, denn sie haben ganz entscheidenden Einfluss darüber, was später wirklich passiert.
Man sieht das in Deutschland auch sehr schön. Wir sehen zum Beispiel kaum noch Leistungsunterschiede in den Naturwissenschaften zwischen Mädchen und Jungen. Eigentlich ist es ein großer Erfolg. Die Schulen haben das hinbekommen, dass heute Mädchen genauso gute Leistungen wie Jungen erbringen. Aber wenn wir diese Frage stellen, eröffnen die Naturwissenschaften euch später neue Lebenschancen. Da geht die Schere weit auseinander. Und das wird teilweise durchs häusliche Umfeld unterstützt. Wenn Sie einen Sohn und eine Tochter haben mit den identischen PISA-Leistungen, Alter von 15 Jahren, dann sind Sie im Durchschnitt mit dreimal so hoher Wahrscheinlichkeit erwarten Sie von Ihrem Sohn Ingenieur zu werden, als von Ihrer Tochter. In den Schulen, wenn Sie einen Schüler haben, eine Schülerin und einen Schüler mit gleichen PISA-Leistungen, sind Sie als Lehrer, geben Sie dem der Schülerin bessere Noten. Und das führt zu den Stigmatisierungen, die wir letztendlich dann da sehen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Bereich der Digitalisierung, den wir ernst nehmen müssen. Schauen wir uns die Grafik an, dann denkt man, okay, vielleicht muss man sich irgendwo entscheiden. Entweder funktioniert das Schulsystem oder die Schüler interessieren sich für das, was sie lernen. Das ist aber nicht so einfach. Schauen wir uns das mal genauer an. Also hier trage ich die Länder ein, die wirklich sehr gut abschneiden. Hier trage ich die Länder ein, wo die Schüler im Alter von 15 Jahren an die Naturwissenschaft glauben, als etwas, was die Welt verändern kann, zum Positiven. Und hier die Länder, wo die Schüler alle selber auch in den Naturwissenschaften arbeiten wollen. Und die zentrale Frage ist natürlich, können wir irgendwo in die Mitte kommen, wo das alles irgendwo zusammenkommt? Und die Antwort ist absolut. Länder wie Singapur, wie Kanada, Slowenien in Europa, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die in der Lage gewesen sind, die kognitiven, sozialen, emotionalen Komponenten zu integrieren. Dann gibt es Länder, wo das ein bisschen klappt, aber dann eine lange Liste von Ländern, wo eben auch Deutschland zu finden ist, wo die kognitiven Schulleistungen okay sind, aber wo es an anderen Dingen wirklich mangelt. Dann gibt es Länder, ich habe schon gesagt, die USA, da sind die Schüler an den Naturwissenschaften interessiert, die glauben auch irgendwo an die Naturwissenschaft, im Unterschied zur Politik, aber sie sind nicht davor vorbereitet, ne? Dort fehlt im Grunde das Leistungsspektrum. Und dann gibt es den Rest auch. Aber Punkt einfach hier ist, man kann im Grunde die Dinge zusammenbringen. Und das ist auch äußerst wichtig in der heutigen Welt. Gerade auch im Bereich der digitalen Medien. Das ist die eine Frage, ob ich die Technik nutzen kann. Die andere Frage, ob ich das Potenzial dieser Technik jeden Tag neu erkennen kann. Was steht dahinter? Und jetzt sehen Sie, jetzt komme ich dem Thema Digitalisierung langsam näher. Auf der horizontalen Achse trage ich die Schulleistung auf, ne? Wie gut sind die Schüler. Auf der vertikalen Achse den Anteil der Schüler, die die Naturwissenschaften als Lebenschance sehen. Und jetzt gucke ich mir mal Schüler an, die sich nicht besonders für die Naturwissenschaften interessieren. Ne? Die den Unterricht langweilig finden, im Grunde das nur machen, weil sie es machen müssen. Und da sehen Sie, selbst die leistungsstärksten Schüler werden Naturwissenschaften nicht als etwas sehen, was für sie selber irgendwo Bedeutung hat, ne? Die Schüler, denen der Unterricht Spaß macht, da sehen Sie die Beziehung plötzlich sehr eng werden. Die leistungsstärkeren Schüler wollen auch irgendwo in diesen Bereich rein. Und das zeigt uns eben ganz genau, dass die im Grunde das Engagement, das Interesse, die Freude am Unterricht ganz entscheidend sind, um gute Leistung tatsächlich in etwas Relevantes im Leben zu übersetzen. Die Freude am Unterricht, Spaß daran zu haben, das ist nicht nur ein Nebenprodukt, sondern ein ganz entscheidender Faktor, der letztendlich das, was ich in der Schule lerne, in Relevantes für mein Leben übersetzt. Da können digitale Medien mehr leisten als bei der Verbesserung von kognitiven Leistungen. Wir sehen das zum Beispiel bei den Unterschieden in der Lesekompetenz zwischen Jungen und Mädchen. Wenn ich den Schülern Texte gebe aus Büchern, sind die Mädchen immer besser. In jedem Land der OECD. Wenn ich digitale Medien nutze, sind die Jungen fast genauso gut wie die Mädchen. Das nivelliert sich dann und das liegt genau an diesem Faktor. Und plötzlich wird das Lesen spannend, auch für Jungen, die eben die traditionellen Bücher, die wir in den Schulen nutzen, nicht so besonders spannend finden. Also da sieht man, digitale Medien können das Lernen personalisieren, spannend machen, genau wie in Naturwissenschaften. Virtuelles Laboratorium. Naturwissenschaften ist für viele Schüler etwas, wo jemand vorne steht und Formeln und Gleichungen anschreibt. Das hat aber mit dem naturwissenschaftlichen Denken wenig zu tun. Experimentieren, welche Fragen kann ich überhaupt naturwissenschaftlich beantworten? All das sind Dinge, das ist die Idee der Naturwissenschaft. Die geht verloren in relativ abstrakter Darstellung.
durch die Digitalisierung können wir genau das wieder zum Leben erwecken. Haben wir auch bei PISA beobachtet. Ne? Die Fragen sind so viel spannender geworden. Wir können jetzt Schüler selber experimentieren lassen. Wir können im Grunde komplexe Problemlöseaufgaben stellen. Wir können sogar Probleme im Team lösen lassen. Ne? Haben wir auch gemacht in der letzten PISA-Studie, wo Schüler nicht nur alleine Probleme gelöst haben, sondern wo Schüler gemeinsam mit anderen Schülern Probleme erfasst, erkannt, gelöst haben. Ne? Das ist das Potenzial und das kann wirklich entscheidend zur Verbesserung von Interesse beitragen. Warum ist es wichtig? Ne? Schauen wir mal kurz auf die Welt von morgen, auf die Welt der Digitalisierung. Ne? Auf der einen Seite, die digitale Technologie ist unglaublich demokratisierend. Ne? Jeder kann sich heute an Entscheidungsprozessen irgendwie beteiligen. Auf der anderen Seite führt sie auch zu unglaublichen Machtkonzentrationen. Ne? Wenn Sie dann heute Google, Facebook nehmen. Ne? Google macht heute mehr als $1 Million Gewinn für den durchschnittlichen Beschäftigten. Ne? Das ist im Grunde Masse ohne Leute. Im Gegensatz ist das Zehnfache für das durchschnittliche Unternehmen. Ne? Digitalisierung ist unglaublich vereinzelt. Die kleinste Stimme wird überall gehört. Ne? Sie posten irgendwas auf Twitter oder sonst wie und das kann überall wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass im Grunde alles irgendwie untergeht in einem Einheitsbrei. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn Sie heute eine gute Idee haben, können Sie alles damit machen. Früher, vor 20 Jahren, um eine gute Idee umzusetzen, brauchen Sie ein Riesenunternehmen, viel Geld, viel Kapital, alles. Heute können Sie irgendwo sitzen, Sie haben eine gute Idee und Sie können alles damit machen. Alle großen Unternehmen der letzten Jahre sind aus einer Idee entstanden. Die hatten die Idee, bevor sie das Kapital hatten. Das ist der große Unterschied. Auf der anderen Seite sehen wir genauso, wie die Digitalisierung uns auch versklaven kann. Und wo wir auf dieser Grafik enden, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir mit digitaler Technologie umzugehen lernen. Sie alle haben bestimmt irgendetwas in der Richtung gesehen, wie die Digitalisierung immer mehr Jobs übernimmt. Wenn wir uns das im Zeitverlauf anschauen, in den 60er, 70er Jahren, 80er, 90er und so weiter, wir haben heute weniger Arbeit, die mit den Händen gemacht wird. Das ist durch die Automatisierung entstanden. Aber was heute oft untergeht in der Diskussion, ist diese rote Linie. Was am meisten an Wert verliert, sind die Dinge, die wir einfach unterrichten können und die wir einfach testen können. Kognitives Routinewissen, Abfragewissen, hat am meisten an Gewicht verloren. Sie werden nachher noch sehen, warum ich dafür Deutschland darauf zu sprechen komme. Was an Wert gewinnt in unserer Gesellschaft, ist die Fähigkeit junger Menschen, Wissen nicht wiederzugeben, sondern von dem, was sie wissen, zu extrapolieren und ihr Wissen in neuen, unbekannten Zusammenhängen anzuwenden. Jedes Mal, wenn wir Daten von unserer PISA-Studie veröffentlichen, wird uns vorgeworfen, oh, Ihr Test ist absolut nicht fair gegenüber den Schülern, weil ihr testet immer Sachen, die wir so nicht unterrichtet haben. Wenn man diese Argumentationsweise benutzt, dann muss man auch unser Leben als unfair bezeichnen, denn der Test im Leben ist nicht, ob ich mich an das erinnere, was ich irgendwann in der Schule gelernt habe, sondern ob ich genau das kann. Kann ich das, was ich kann, auf neue Zusammenhänge übertragen? Ich will Sie auch nochmal auf den grünen Balken dort hinweisen. Soziale Kompetenz ist der am stärksten wachsende Bereich in unserer Gesellschaft. Das ist genau das Einzige, was künstliche Intelligenz bislang noch nicht besonders gut kann, ist überhaupt Perspektiven einzunehmen. Und das sind Dinge, die an Wert gewinnen, die aber in unseren Schulen immer noch Ausnahme sind. Jeder redet von sozialer Kompetenz, von Gruppendynamik und so weiter, gemeinsam lernen und so weiter, aber die Schüler sitzen die meiste Zeit immer noch einzeln hinter ihrem Schreibtisch und am Ende geben wir ihnen eine Klassenarbeit, wo die Einzelkompetenz bewertet wird. Wo wir manchmal sogar noch sagen, es zählt gar nicht, wie gut du bist, sondern nur, ob du besser als deine Klassenkameraden bist. Ich denke, da stehen viele Dinge noch im Widerspruch zu dem, was eigentlich heute in der Gesellschaft zählt. Soziale Kompetenz. Und wir haben das auch bei PISA ja letztlich bewertet und gesehen, wie enorm die Unterschiede sind zwischen den Schulen, aber auch zwischen den Ländern. Es gelingt einigen Bildungssystemen wirklich gut, soziale Kompetenz zu verankern. Ländern wie Japan, die sind Spitzenland im Bereich individueller Kompetenzen, aber die sind auch ganz besonders gut darin, in sozialer Kompetenz. Den Schülern gelingt das unmittelbar, mit anderen Schülern im Grunde Probleme gemeinsam zu strukturieren, aufzuarbeiten, zu lösen, wirklich im Team zu arbeiten. Das ist nicht, weil die Japaner anders sind, aus einer anderen Kultur kommen, sondern weil das im Unterricht zusammen haben, immer an erster Stelle steht.
Und genau da hat die Digitalisierung auch wieder ihr Potenzial. Beim individuellen Lernen kann man sich darüber streiten. Ich zeige Ihnen gleich noch Daten dazu. Hat Digitalisierung viel gebracht? Das ist ein großes Fragezeichen. Aber der sozialen Kompetenz, beim Lösen komplexer Probleme, da können wir ganz, ganz sicher Effekte merken. Also die Spanne geht auseinander. Ne? Roboter übernehmen ganze Firmen. Die Augmented Reality heißt eben heute, dass ich das Wissen der Welt in Echtzeit in das übertragen kann, was ich gerade mache. Und das heißt eben, die Welt von heute belohnt uns nicht allein für das, was wir wissen. Ne? Google weiß fast alles. Sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Wie kann ich meine kognitiven, sozialen, emotionalen Fähigkeiten mobilisieren? Das ist Kompetenz. Wir sehen das am Arbeitsmarkt. Ganz klar eine Tendenz, die Aufgabenbereiche, die man leicht algorithmisieren kann, die verschwinden. Das sind nicht nur die einfachen Tätigkeiten. Sie sehen das in der Medizin, im Bereich der Chirurgie. Überall gibt es Bereiche, wo im Grunde diese Verschiebung stattfindet und Aufgaben, die technologieintensiv sind. Diese Verschiebung findet statt und das hat im Grunde bedeutet, dass im Grunde auf der rechten Seite was zunimmt, ist die Fähigkeit, im Grunde über die Fächergrenzen hinwegzudenken und technologieintensiv zu arbeiten. Es hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie wir arbeiten. Und das gilt genau für den Arbeitsplatz in der Schule auch. In einem Arbeitsplatz, der nicht besonders technologieintensiv ist, sehen wir das im Grunde, wenn wir jetzt sehen, bei Null sind wir im Grunde, haben wir die Schule verlassen oder die Universität und dann jedes Jahr weiter sehen wir im Grunde ein Sinken des Kompetenzgrads. Wir verlieren im Grunde die Fähigkeit, Informationen kreativ zu verarbeiten in einem wenig digitalisierten Arbeitsplatz. Arbeiten wir in einem hochdigitalisierten Arbeitsplatz, sind wir jeden Tag in der Lage, unsere eigene Kompetenz aus- und umzubauen. Das ist das Potenzial der Digitalisierung. Ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel dafür, wie das in vielen anderen Ländern auch stattfindet. Ich hatte gerade mit Henrike Baulig über beim Mittagessen gesprochen. Wenn Sie Lehrer in Shanghai sind, haben Sie eine digitale Plattform, wo Sie Ihre eigenen Unterrichtskonzepte, Ideen zur Verfügung stellen können. Soweit ist das nichts Besonderes. Der Trick dabei ist, dass die genau den Trick von Facebook, eBay und Amazon und so nutzen und das mit reputationsbasierten Metriken verbinden. Das heißt, je mehr andere Lehrkräfte ihre eigenen Ideen nutzen, verbessern, kritisieren, weitergeben, umso mehr Status bekommen sie in diesem System. Und am Ende des Schuljahres fragt sie ihre Schulleiterinnen und Schulleiter nicht nur, wie gut haben sie denn ihre eigenen Schüler unterrichtet, sondern was haben Sie eigentlich zum Bildungssystem beigetragen? Wie haben Sie im Grunde geholfen, unser Bildungssystem weiter zu professionalisieren? Da kommt relativ wenig von oben nach unten. Bildungsministerium gibt es dort, aber wenn es auf Professionalisierung oder Unterrichtskonzepte ankommt, die kommen alle aus Schulen. Aber jede Lehrkraft weiß dort, was jede andere Lehrkraft irgendwo macht und wo die guten Ideen sind und die besuchen sich. Woran können wir das feststellen im PISA-Vergleich? Dass es denen unglaublich gelungen ist, Leistungsunterschiede zu minimieren. Schulen lernen dort miteinander, Schüler lernen dort miteinander, Lehrkräfte lernen dort miteinander. Technologie im Unterricht, nicht so toll. Gibt es ein bisschen, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Technologie zuallererst als Mittel, wirklich alle miteinander zu verknüpfen. Der Arbeitsplatz ist digital. Alle Eltern, alle Lehrer, alle Schüler sind über deren Facebook-Version, das heißt dort WeChat, verbunden. Mit Arbeitsgruppen und Arbeitszirkeln. Als Lehrkraft habe ich dort im Grunde wenn die Schüler Hausaufgaben machen, kann ich die Tipps geben und Antworten geben und ich kriege dafür auch die Zeit. Und da liegt ein ganz entscheidender Punkt. Ich unterrichte dort zwischen 11 und 16 Wochenstunden. Na? Stellen Sie sich mal vor, die Hälfte. Was mache ich in der Rest? Aber ich arbeite dort mehr als ein Lehrer in Deutschland. Arbeitswochen und Stundenzeit ist etwa bei 50 Stunden. Was mache ich in der restlichen Zeit? Genau das. Ich betreue einzelne Schüler, ich arbeite mit den Eltern, ich arbeite mit anderen Lehrern gemeinsam an der Entwicklung neuer Konzepte. Jeden Tag, mindestens einmal in der Woche schaue ich mir eine andere Unterrichtseinheit an. Wie bezahlen Sie das? Große Klassen, 50 Kinder in einer Schule, einer Klasse.
Das ist im Grunde die Art und Weise, wie dieselben Ressourcen anders genutzt werden, aber wo im Grunde die Arbeitsumgebung vollständig digitalisiert ist in der Schule. Im Klassenzimmer finden Sie davon nicht so viel. Und Sie sehen im Grunde, das sehen wir auch in anderen Arbeitswelten. Das ist jetzt nicht Schule, das ist jetzt im Grunde die Arbeitswelt insgesamt. Digitalisierung führt zu einer Verbesserung von Kompetenz, auch im zunehmenden Alter. Wir sehen auch zum Beispiel, digitale Intensität am Arbeitsplatz führt dazu, dass wir mehr lesen, mehr schreiben, auch mehr mit Zahlen arbeiten. Wir sehen sogar, und hier wird es wirklich spannend, ich lerne eher von meinen Kollegen in einer stärker digitalisierten Welt. Ich lerne eher dadurch, dass ich Dinge ausprobiere und ich bin auch eher bereit, im Grunde mich selber am Laufenden zu halten. Also Digitalisierung am Arbeitsplatz hat ganz enormen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht Schule, das ist das Arbeitsleben insgesamt. Einige haben das als Wettlauf zwischen Technologie und Bildung beschrieben. Vor der Industrialisierung haben weder Technologie noch Bildung für die große Überzahl der Menschen irgendeine Rolle gespielt. Dann kam die Industrialisierung, wir haben gesehen, Technologie hat einen Riesensprung gemacht, Bildung hat im Grunde gab es immer noch nicht. Und heute schauen wir alle auf die Wunder der technologischen Revolution zurück, aber wehe dem, der damals gelebt hat. Die Leute haben wirklich die Kosten dafür bezahlt, weil sie nicht vorbereitet waren. Aber glücklicherweise kam dann irgendwann die Idee der öffentlichen Schule. Bildung hat enorm an Leistung zugenommen. Im Grunde haben wir dadurch Jahrhunderte von Wohlstand geschaffen. Aber wir müssen ehrlich sein, seit dem Industriezeitalter hat sich an unserem industriellen Arbeitsmodell Schule wenig verändert. Ist optimiert worden, aber die Art und Weise, wie wir unterrichten, Gleichförmigkeit, Kinder in gleichen Klassen, alle werden gleich im Grunde das gleiche Lehrplan, all das ist im Grunde unverändert geblieben. Die Paradigmen der industriellen Welt sind aufrechterhalten worden. Aber jetzt erleben wir genau die digitale Revolution. Wir genau wieder sehen, wie diese Schere wieder auseinandergeht zwischen dem der digitalen und der analogen Welt. Und was wir heute machen müssen, ist im Grunde zu sehen, wie können wir Bildung wieder dem technologischen Zeitalter gerecht machen. Da geht es gar nicht mehr so um Technologie an sich, sondern wie wir im Grunde die neuen Methoden wirklich nutzen. Warum soll ein Schüler heute aus einem Lehrbuch lernen, das vor 2 Jahren gedruckt wurde und vielleicht vor 5 Jahren konzipiert wurde, wenn es heute möglich ist, auf alles Wissen in Echtzeit zuzugreifen? Gibt es schon. In Korea ist der Lehrplan digital. Da kann ich als Lehrer sogar sehen, welche Schüler im Grunde welche Hausaufgaben so gemacht haben, weil jeder Schüler das auf seinem Smartphone macht. In dem Bildungsministerium habe ich einen Überblick anonymisiert, was tatsächlich in den Klassenzimmern passiert. Ich kann mich nämlich nicht darauf verlassen, dass das, was ich irgendwo in den Lehrplan schreibe, tatsächlich auch irgendwo ankommt, sondern ich kann dann sehen, was gemacht wird. Wichtiger ist noch die Pädagogik. Wir können heute im Grunde den Schülern mehr Kontrolle, mehr Raum geben, ihr eigenes Lernen selbstständig zu gestalten. Und darauf kommt es heute an. Nicht, was ich am Ende der Schulzeit weiß, sondern ob ich die Fähigkeit und Motivation habe, mein eigenes Lernen lebensbegleitend zu gestalten. Das ist der Test fürs Leben. Und das können wir in der Schule heute durch digitale Methoden wirklich vermitteln und lernen. Feedback. Wir können Schülern, Lehrern unmittelbar Rückmeldung geben. Nicht 3 Monate später, sondern in Echtzeit. Und da gibt es wirklich gute Systeme. Und ich habe schon das Beispiel genannt, wo man einfach auch die Lehrerschulen viel besser miteinander vernetzen kann. Das ist das Potenzial, also unglaublich viele Möglichkeiten. Aber ich will da ein bisschen Realismus reinbringen. Auf der horizontalen Achse trage ich die Technologieintensität im Klassenzimmer ein, in den OECD-Staaten. Auf der vertikalen Achse die Leistungsfähigkeit der Schulsysteme. Und hier schaue ich auf digitale Kompetenz. Und naiv würde man sagen, ja, je mehr digitale Medien ich in der Schule nutze, umso besser die digitale Kompetenz. Das funktioniert aber so nicht. Es geht bis einem gewissen Grad, so bis zu diesem Punkt im Grunde kann man das sehen, so in der Mitte. Aber wir sehen, intensive Technologienutzung richtet oft mehr Schaden an, als sie Nutzen bringt. Und jetzt müssen wir uns fragen, woran liegt das? Sicher nicht an der Technik, denn jeden anderen Lebensbereich hat die Technik vollständig revolutioniert. Warum funktioniert es im Bildungsbereich nicht? Und die Antwort liegt oft in der Pädagogik.
Wir haben im Grunde die Technologie des 21. Jahrhunderts, wir haben Unterrichtskonzepte aus dem 20. Jahrhundert und Schulsysteme aus dem 19. Jahrhundert. Und das passt nicht zusammen, daran liegt es. Sie können zum Beispiel hier sehen, wir haben uns natürlich erstmal gefragt, ja, vielleicht können die Lehrer einfach nicht mit Technologie umgehen. Das haben wir getestet. Wir haben die Lehrkräfte im Grunde ähnliche Aufgaben gegeben wie den Schülern. Und da sieht man, aber die Lehrkräfte haben die Technologiekompetenz. Es gibt nur einen ganz kleinen Anteil der Lehrer in Deutschland, wo man sagen kann, okay, da fehlt im Grunde das technologische Grundwissen. In der Regel können Sie davon ausgehen, die Kollegen können mit Technologie umgehen. Also das können Sie schon mal ausschließen. Woran hapert es dann? Wir kommen immer wieder die Unterrichtskonzeption. Wir übertragen im Grunde die Pädagogik des 20. Jahrhunderts auf die digitale Welt. Und das funktioniert nicht. Und die Ersten, die das sehen, dass das nicht funktioniert, sind die Schüler. Die kennen die digitale Welt von zu Hause. Und die sehen, die digitale Welt in der Schule funktioniert nicht. Das spiegelt sich auch in der Qualität der Software wieder. Also Ihre Kinder würden nicht freiwillig spielen mit der Art und Software, die wir heute noch an Schulen verkaufen können. Das ist wirklich wahr. Also da ist eine Riesendiskrepanz zwischen der Art und Weise, wie Technologie aus der Schule genutzt wird und in der Schule genutzt wird. Also, so einfach die Lehrer besser auszubilden, ist die Antwort nicht. Die Antwort ist wirklich im Grunde neue pädagogische Konzepte zu finden. Und diese Konzepte werden im Klassenzimmer erfunden. Wenn wir auf die erfolgreichsten Staaten schauen, das Beispiel China, Shanghai, Korea, Finnland, Kanada, die Entwicklung der Konzepte findet in den Klassenzimmern statt und sie wird dann mobilisiert, vernetzt, weiterverbreitet, genau wie in der realen Welt auch. Die neuen Ideen kommen meistens nicht irgendwo von außen in die Schulen. Ganz, ganz wichtig. Ich will Ihnen hier mal, ich komme wieder darauf zurück, ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass die Wiedergabe von Wissen heute nicht mehr von Bedeutung ist. Hier sehen Sie das nochmal aufgeschlüsselt. Im grünen Bereich zeige ich Ihnen die PISA-Aufgaben, wo im Grunde die Reproduktion von Fachwissen hilfreich ist und im roten Bereich die Aufgaben, wo es eher hinderlich ist. Und da sehen wir ganz genau, je komplexer die Aufgaben sind, umso weniger ist einfaches Auswendiglernen irgendwie hilfreich. Ich sage Ihnen das, weil es in Deutschland immer noch die dominierende Lernform ist. Auswendiglernen. Es bringt aber in der neuen digitalen Welt immer weniger. Denn die Welt geht immer weiter von links nach rechts. Alles, was man auswendig lernen kann, kann Google schneller auswendig lernen. Was wir sehen, ist, dass es zum Beispiel Lernstrategien von entscheidender Bedeutung sind. Kann ich als Schüler mein Lernen selber organisieren? Kann ich Lernziele setzen? Kann ich Lernziele verfolgen? Kann ich im Grunde, und da sieht man, das wirkt fast über das gesamte Spektrum. Das ist einer unserer besten Prädiktoren für im Grunde bessere Lernergebnisse. Über alle Schwierigkeitsgrade hinweg. Warum sage ich das Ihnen? Weil genau das Kompetenzen sind, wo Sie digital so viel besser lernen als analog. Eben nicht vorgegeben, sondern selbst gesteuert im Grunde meine eigenen Probleme bearbeiten. Es kommt aber noch etwas dazu. Wenn Sie in den wirklich komplexen Bereichen erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie mehr können. Dann müssen die Schüler in der Lage sein, von dem, was sie wissen, ihr Wissen auf neue Zusammenhänge kreativ zu übertragen. Das fällt vielen Schülern in Deutschland sehr, sehr schwer. Die Schüler können mit den Fragenkomplexen umgehen, die sie so gelernt haben in der Schule, aber wenn sie im Grunde gefordert sind, ihr Wissen auf wirklich neue Zusammenhänge zu übertragen, daran scheitern die Schüler oft. Wir haben eine ganz interessante Erfahrung mal gemacht. 2009, Mitte der Finanzkrise, haben uns alle gesagt, heute ist im Grunde der Umgang mit Finanzkonzepten sehr wichtig, wir müssen Finanzkompetenz entwickeln und so weiter in den Schulen. Und dann haben wir gesagt, bei PISA, okay, dann werden wir auch mal Finanzkompetenz messen bei PISA. Und die Erwartung war, okay, wo da mehr getan wird in den Schulen, werden die Ergebnisse besser sein. Ich kann Ihnen sagen, dass wir keinerlei Zusammenhang messen konnten zwischen der Intensität von Finanzbildung und der Fähigkeiten der Schüler bei Finanzkompetenz. Wer hat am besten abgeschnitten? Shanghai in China. Die haben von Finanzkompetenz noch nie was gehört. Das kommt überhaupt nicht im Unterricht vor. Warum haben die gut abgeschnitten? Weil die wie ein Mathematiker denken konnten. Die konnten die Konzepte, die dahinter stehen, verstehen. Die wussten, was Wahrscheinlichkeit ist. Die wussten, was eine Exponentialkurve konzeptionell bedeutet. Und dadurch konnten die dieses Wissen unmittelbar auf die Finanzwelt übertragen, haben die Aufgabe alle richtig gemacht. Daran habe ich das, aber Sie sehen, in der modernen, in der digitalen Welt, da ergänzen wir Computer. Und kann man das verändern?
Das ist immer die große Frage. Kann man solche Unterrichtsansätze, Lernkonzepte verändern? Schauen wir das mal auf. Hier haben wir auf der linken Seite die Fähigkeit der Schüler, im Grunde einfache Aufgaben wiederzugeben. So, das sind so Multiple-Choice-Aufgaben. Auf der rechten Seite haben wir getestet, inwieweit Schüler in der Lage sind, komplexes Wissen selber zu konstruieren. Und dann schauen wir auf die Veränderung 2006, 2009. Im OECD-Mittel kann man sagen, okay, die Schüler sind ein bisschen besser geworden, mit offenen Fragestellungen zu arbeiten, Wissen kreativ. Also im Grunde hat sich die Welt so langsam in Richtung digitales Zeitalter entwickelt. Aber wenn wir ja auf Japan schauen, ist die Entwicklung da so viel dynamischer gewesen. Die sind besser beim Abfragewissen geworden, aber viel, viel besser geworden, genau bei diesen Fähigkeiten im 21. Jahrhundert. Innerhalb von wenigen Jahren sind wir in der Lage gewesen, die Schulrealität in den Klassenzimmern zu verändern. Wie haben sie das gemacht? Die erste mutige Entscheidung, die sie getroffen haben, ist, 30% des Unterrichtsmaterials rauszustreichen. Und das ist die mutigste Entscheidung, die sie treffen können, weil jeder wird sie dafür kritisieren. Als Eltern wollen wir immer, dass unsere Kinder so lernen, wie wir selber gelernt haben. Als Lehrer will man im Grunde alles von seinem Fach irgendwie vermitteln. Etwas rauszunehmen, Tiefe zu schaffen, ist eine sehr kontroverse Sache. In Japan haben sie es gemacht. Zweiter Punkt, vernetztes Denken. Sie haben im Grunde viele Fächer zusammengefasst in projektbasierten, integrierten Unterrichtskonzepten, wo ich als Sportlehrer mit dem Mathematiklehrerin, mit dem naturwissenschaftlichen Lehrern zusammenarbeiten musste, um neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln. Und wir sehen die Ergebnisse. Diese Dinge kann man relativ schnell durch eine Änderung in der Arbeitsorganisation verändern. Also das hat im Grunde mit der direkten Nutzung von digitalen Medien nichts zu tun. Das hat aber mit der Art und Weise, wie wir Schule organisieren, sehr, sehr viel zu tun. Letzter Punkt. Wir haben in den Naturwissenschaften Fachwissen bewertet, das ist in Gelb eingezeichnet, aber auch die Fähigkeit, wie ein Naturwissenschaftler zu denken. Das ist grün. Und da trage ich Ihnen auf hier in Taiwan, und da sagen sie mir, ja, das hätten wir auch so erwartet, das sind die Asiaten, die sind einfach nur gut im Fachwissen, aber wenn es darauf ankommt, wirklich kreativ wie ein Naturwissenschaftler zu denken, das machen die nicht so gut. Aber dann schauen wir uns mal Singapur im Vergleich an. Die sind im Fachwissen noch besser als die Leute in Taiwan, aber in der Fähigkeit, kreativ mit diesem Wissen zu arbeiten, sind die noch viel besser. Also, Schlagwort Asien, Reproduktion von Fachwissen, das ist ganz altes Vorurteil. Das gilt für einige Länder, aber nicht mehr für viele in Asien. Schauen wir auf Deutschland. Fachwissen, nicht so toll. Und ich weiß, was Sie mir jetzt sagen. Ja, Fachwissen ist ja auch nicht so wichtig, haben Sie gerade gesagt. Das können die Schüler wie ein Naturwissenschaftler denken, ist so entscheidend. Aber das Ergebnis sieht so aus. Also die Realität liegt hinter dem Anspruch auf weit zurück. Wenn wir Lehrkräfte danach fragen, was sie im Unterricht tun, sagen uns fast alle Lehrkräfte in Deutschland, dass sie ein sehr stark konstruktivistisch geprägtes Unterrichtsbild haben. Also Schüler lernen am besten, wenn ich sie begleitend unterstütze. Die Inhalte sind weniger wichtig als die Lernprozesse. Alles richtig und gut. Wenn ich auf die Ergebnisse schaue, sich im Grunde genau das Gegenteil. Das ist ein großes im Grunde Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Realität. Warum ist diese Spannung im Grunde geringer ausgeprägt in einem Land wie Singapur? Weil ich dort als Lehrer jeden Tag den Spiegel bekomme. Durch andere Kollegen, durch Projektarbeit in den Schulen, durch Digitalisierung, durch Rückmeldung von den Schülern. Das fehlt im Grunde noch. Und ich glaube, da die Voraussetzung zu schaffen, ist in meinen Augen unglaublich wichtig, um weiterzukommen. Und genau da spielt in meinen Augen die Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle. Dass ich jeden Tag, jede Stunde Rückmeldung bekomme. Das geht analog nicht. Analog kann ich irgendwann mal eine Klassenarbeit schreiben lassen. Aber wenn ich eine digitale Klassenarbeit habe, dann sehe ich in Realzeit im Grunde, wo meine Schüler Lernschwächen haben, wo vielleicht Misskonzeptionen entstehen, die ich irgendwo durch gute Pädagogik überbrücken kann. Also, wichtig. Die Komplexität ist ja nicht nur auf Digitalisierung beschränkt. Das gibt im Grunde viele Bereiche. Im Grunde kann man sagen, das Wissen nimmt exponentiell zu, und das Wissen hat natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Und diese Aspekte haben immer mit Menschen zu tun. Ich glaube, auch das ist etwas, was wir nie vergessen sollten.
Also der blinde Glaube an Digitalisierung, da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt ein ganz fantastisches Experiment, was wir mit der National Science Foundation gemacht haben. Da ging es um 5-Jährige, ne? Kinder. Und zwar haben wir die in einer Gruppe, amerikanische Kinder, die Chinesisch gelernt, in einer Arbeitsgruppe. Und nach wenigen Monaten haben diese Kinder auch angefangen, irgendwo Chinesisch zu sprechen. Dann haben wir dasselbe Szenario wiederholt mit digitaler Technologie. Dieselbe Lehrkraft, nur wieder dargestellt durch Technologie. Aber wirklich in hochauflösender Qualität, dreidimensional alles. Die Kinder haben das auch fasziniert beobachtet, nur der Lernerfolg war null. Lernen ist ein sozialer Prozess. Lernen findet immer statt in Interaktion zwischen Wissen und Personen. Das können Sie nie abstrahieren. Auch das ist ein Ergebnis aus dem internationalen Vergleich, das von unglaublicher Bedeutung ist. Sobald es die Schüler-Lehrer-Relation-Beziehung nicht stimmt, sobald ich als Schüler nicht das Gefühl habe, mein Lehrer weiß wirklich was von mir, fördert mich, wenn ich Hilfe brauche, ist der Lernerfolg beschränkt. Da, denke ich, muss man immer ansetzen. Auch Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiges Konzept. Wir haben Schüler mal gefragt danach, was glaubt ihr, was euch in Mathematik wirklich erfolgreich macht? Die Mehrheit der Schüler in Deutschland hat gesagt, das ist doch ganz klar, das ist Begabung. Wenn ich nicht so besonders begabt bin, dann mache ich lieber was anderes. Also, die haben daran geglaubt, dass das Schulsystem sie irgendwie sortiert. Wenn Sie die gleiche Frage an Schüler in Singapur oder China stellen, sagen Ihnen 9 von 10 Schülern, wenn ich mich wirklich anstrenge, dann weiß ich, dass mein Lehrer mir hilft und ich werde erfolgreich sein. Das ist das Spiegelbild eines Bildungssystems, wo es keine Toleranz für Fehlleistung gibt. Wo die Ziele absolut verbindlich sind und es Aufgabe der Schule ist, alle Mittel zu finden, die Ressourcen zu mobilisieren, dass die Schüler, die besten Lehrer brauchen, auch die besten Lehrer bekommen. Und im Grunde die Unterrichts. Und wie ich schon gesagt hatte, da ist eben auch in Finnland zum Beispiel 30% der Unterrichtszeit findet außerhalb des Klassenverbandes statt. Enormer Einsatz von Ressourcen bei gleichen Kosten. Also, so sieht die Welt aus. Und die Schulwelt ist diese kleine Box. Und irgendwo wollen wir natürlich alles, was es in dieser Welt gibt, in diese kleine Box packen. Aber sobald wir damit anfangen, werden die meisten komplexen Probleme zu sehr schmalen Schatten ihrer selbst. Ich komme aus dem Bereich der Naturwissenschaften, da kann man das so gut beobachten. Die spannende Welt der Naturwissenschaften wird zu einer abstrakten, formelbasierten Welt in der Schule. Und unsere Antwort ist, dass wir, wie gesagt, immer mehr in diese Box packen. Und das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Die Lehrpläne sind überfrachtet, überfüllt, lassen nicht die Tiefe zu. Und dann nützt ihnen die Digitalisierung absolut wenig, denn die Reproduktion von Fachwissen mit Digitalisierung zu vollziehen, führt zu schlechteren Leistungen, als das im Grunde in sehr traditionellen Unterrichtskonzepten zu machen. Wenn Schüler im Unterricht Dinge von Google kopieren, kriegen sie schlechtere Leistung, als wenn sie ganz traditionellen, lehrerzentrierten Unterricht machen. Ganz, ganz wichtig. Die Frage ist im Grunde, wie können wir das machen, was wirklich zählt in der Welt? Wie können wir im Grunde die menschlichen Fähigkeiten, die Technologie ergänzen, fördern? Wie können wir zum Beispiel, was Schüler heute brauchen, ist dieser Kompass. Wie kann ich mich in dieser komplexen, sich schnell verändernden Welt selber bewegen? Vor 20 Jahren Lesekompetenz konnten wir alle klar definieren. Ich habe ein Buch, muss da Informationen extrahieren, das verstehen und meine eigene Welt übersetzen. Lesekompetenz sehr klar definiert. Heute ist dieses Konzept wirklich irrelevant. In der Vergangenheit, wenn Sie eine Antwort nicht wussten, konnten Sie sagen, okay, schlag das nach in einer Enzyklopädie und du kannst der Antwort auch vertrauen. Die ist dann richtig. Heute gucken Sie nach bei Google, kriegen Sie 25.000 Antworten und niemand sagt Ihnen, was wahr und nicht was, ist was richtig und falsch ist. Das ist die Aufgabe der Lesefähigkeit, Lesekompetenz im 21. Jahrhundert, in der digitalen Welt. Ist ein völlig anderes Konstrukt. Darum geht es wirklich. Kreativität, Design, Neues schaffen. All das sind Dinge, die wir im Vordergrund heute stellen müssen. Und das ist im Grunde die große Aufgabe dieser Zeit. Was wir gelernt haben in der OECD, ist kognitiver Anspruch, das ist das A und O. Wo Schüler im Grunde nicht in ihren kognitiven Fähigkeiten wirklich gefordert werden, bekommen sie keine guten Leistungen. Fokussierung, wenige Dinge in großer Tiefe unterrichten, konzeptionellen Verständnis wesentlich mehr einräumen als den
oberflächlichen Inhalten und irgendwo auch zu einem klaren Verständnis kommen, wie lernen Menschen eigentlich. Ne? Die Gehirnforschung sagt uns zum Beispiel heute sehr klar, ne, die einzige Art, wie sie jetzt zum Beispiel Französisch in der Schule nicht lernen werden, ist, wenn sie in der Sekundarstufe jetzt montags und donnerstag eine Stunde Französisch bekommen. Ne? Das Gehirn lernt Sprachen so nicht, das wissen wir. Ne? Die Art und Weise, wie wir das machen, ist genauso, weil das einfach praktisch zu organisieren ist. Ne? Wenn ich im Grunde den Sportlehrer Französisch unterrichten lasse, im Sportunterricht, weiß ich, dass die kognitiven Gewinne viel größer sind, aber das ist eben schwieriger zu organisieren, deswegen passiert das selten. Also solche Dinge sind wichtig. Ne? Wie können wir sicherstellen, dass wir auf der einen Seite den Schülern helfen, wirklich die Kernfächer zu verstehen, auf der anderen Seite interdisziplinäres Denken stärken, ne? Und das ist auch eine große Herausforderung, denn oft führt das dazu, okay, lass uns alles irgendwie zusammenmischen, wir machen alles irgendwie so projektübergreifenden, fächerübergreifenden Unterricht. Das führt zu einer Verflachung des Bildungssystems. Wie kann ich im Grunde sicherstellen, dass ich die Tiefe der Disziplin fördere, durch Fokussierung auf der anderen Seite interdisziplinäres Denken stärke? Das ist die große Herausforderung. Gibt es aber gute Beispiele für auch dort Technologie wichtig. Wie kann ich mich auf die Dinge konzentrieren, wo das Transferwissen wirklich im Vordergrund steht. Und das ist in dieser sich rasant verändernden Welt das Einzige, was übrig bleibt. Wie kann ich Lernkonzepte schaffen, die irgendwo thematisch sind, problemorientiert, projektorientiert, wo Wissen auch gemeinsam geschaffen wird? Wenn Sie sich heute überlegen, warum brechen in Deutschland immer noch Leute die Schule ab? Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich die Schule nicht leisten können, ist ja alles kostenlos. Das hat nichts damit zu tun, dass sie im Grunde nicht intellektuell genug begabt sind. Es hat damit zu tun, dass die Schule an Relevanz verliert für viele junge Menschen im digitalen Zeitalter. Wenn Sie einen Supermarkt leiten würden und keine Schule und Sie sehen, von 100 Kunden gehen jeden Tag 30 raus und kaufen nichts. Und das sehen Sie heute, das sehen Sie morgen, das sehen Sie nächste Woche, nächsten Monat. Irgendwann verändern sie ihr Angebot. Ne? Und das passiert in den Schulen viel zu langsam, wie Sie in der ersten Grafik gesehen haben. Also dieser Übergang ins analoge Zeitalter ist wirklich... Und dann der letzte Punkt ist auch wichtig. Einige Dinge kann man schwer direkt unterrichten. Wenn es um Charaktereigenschaften geht, die heute immer wichtiger werden. Ne? Kreativität, Teamfähigkeit, ne? Die Bereitschaft, mich mit anderen Meinungen, anderen Einschätzungen selber auseinanderzusetzen. Ne? Resilienz. All diese Dinge sind schwer direkt zu unterrichten. Die werden aber sehr gut wahrgenommen durch 15-jährige Schüler. Sie sind erstaunt, welch ein klares Auge 15-jährige Schüler haben, um solche Dinge zu erkennen. Ne? Das sehen wir jedes Mal im PISA-Vergleich. Ne? Wenn Sie zum Beispiel sehen in einer japanischen Schule, dass die Lehrer am Ende des Schultages die Klassen und die Schule sauber machen mit den Schülern, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie sich keine Putzkraft leisten können, sondern es hat genau mit solchen Dingen zu tun, die man halt schwer unterrichten, gemeinsam Verantwortung übernehmen, ne? Gemeinsam das Mittagessen zuzubereiten. Es hat genau damit zu tun, wie wir lernen, organisieren. Ne? Also soweit, wir haben in der OECD da ein Kompetenzmodell zu erstellt für das digitale Zeitalter. Ich will damit jetzt nicht viel Zeit verbringen. Wichtig ist im Grunde die Fähigkeit, wirklich Neues zu schöpfen. Das ist im digitalen Zeitalter das A und O. Wichtig ist die Fähigkeit, mit Spannungsverhältnissen umzugehen. Ja und nein. Wie kann ich im Grunde aus komplexen Dingen die eigene Wahrheit bilden? Und letztendlich, wie kann ich Verantwortung übernehmen? Meine kognitiven, sozialen, emotionalen Fähigkeiten mobilisieren. Darum geht es. Wie können wir es umsetzen? Was sind die entscheidenden Voraussetzungen? Das große Versprechen des digitalen Zeitalters ist von dieser großen Sortiermaschine, das unser traditionelles Bildungssystem war, wirklich dahin hinzukommen, dass alle Schüler ausgezeichnete Lernergebnisse haben. Da kommt natürlich immer die Frage aus, ja, was spielt denn Begabung und so etwas für eine Rolle? Aber schauen Sie sich mal nur eine Grafik dazu an. Hier werde ich Ihnen auftragen, die Leistungsergebnisse nach dem Perzentilen des sozialen Hintergrunds. Ne? Also sehen Sie zum Beispiel hier der rote Punkt, das sind die Leistungen der 10% sozial schwächsten Schüler in der Dominikanischen Republik und das grüne Dreieck sind die Leistungen der 10% Schüler aus den reichsten Familien. Und jetzt sagen Sie mir, ja, das habe ich auch so gewusst. Ne? Wenn ich aus einem armen Elternhaus komme, bin ich halt nicht so besonders gut in der Schule. Wenn ich aus einem wohlhabenden Gegend komme, schneide ich besser ab. Ne?
Tja, aber was so spannend ist, wenn ich jetzt dieselben Schüler aus demselben Kontext nehme und deren Leistung international vergleiche, sieht das Bild eben völlig anders aus. Ne? Schauen Sie sich mal an, die 10% sozial schwächsten Schüler in Vietnam oder Estland oder Hongkong können sich durchaus mit dem durchschnittlichen Schüler in Deutschland messen. Und sie haben bessere Leistung als die Kinder aus den reichsten Elternhäusern in fast überall in Lateinamerika. Ne? Diese Grafik zeigt uns, dass jeder Schüler wirklich gute Leistungen erreichen kann. Dass sozialer Hintergrund keinerlei Einfluss auf Bildungserfolg haben muss. Ich überschlag das mal hier. Ich will dir mal eine Grafik zur Ressourcen zeigen. Im digitalen Zeitalter, wie nutze ich Ressourcen? Im analogen Zeitalter galt, je kleiner die Klasse, umso bessere Unterrichtsvoraussetzungen für Individualisierung kann ich schaffen. Im digitalen Zeitalter stelle ich das in Frage. Schauen Sie sich mal diese Grafik an. Auf der vertikalen Achse sehen Sie den Einsatz Lehrer-Schüler, ne? Also wie viele Lehrer stelle ich zur Verfügung für 100 Schüler. Ne? Auf der horizontalen Achse trage ich die Klassengröße auf. Und man würde ja erwarten, wo ich mehr Lehrer habe, kann ich die Klassen kleiner machen. Ne? Das machen aber nicht alle Länder. Schauen Sie sich mal im Vergleich Deutschland und China an. Ne? Im Grunde können Sie sagen, der Ressourceneinsatz ist identisch. Es gibt in Deutschland pro Schüler ähnlich viele Lehrer wie in China. Ne? Aber in China ist die Klasse viel, viel größer als in Deutschland. Und jetzt fragen Sie sich, was machen diese Chinesen denn? Warum machen die so große Klassen? Und die Antwort liegt genau darin, als Lehrer unterrichten sie zwischen 11 und 16 Stunden und setzen ihre andere Zeit zur individuellen Förderung an. Als Lehrer bin ich dort eher Mentor, Coach, Evaluator, Begleiter. Anderes Lehrerbild im digitalen Zeitalter. Gleicher Ressourceneinsatz hat nichts im Grunde mit Geld zu tun, sondern der Art und Weise, wie ich meine Ressourcen mobilisiere. Und da glaube ich, wir können noch so viel Technologie im Klassenzimmer einsetzen. Ich glaube, wir müssen an die Ökosysteme denken, an im Grunde das gesamte Umfeld von Schule und die Arbeitsorganisation in Schule, um wirklich den Lernalltag zu verändern. Wie kommen wir weg von einem Bildungssystem, wo wir Wissen einfach nur zu vermitteln? Auch das ist der zweite Anspruch des digitalen Zeitalters, zu einem Bildungssystem, wo das Wissen an der Quelle geschöpft wird, wo alle im Grunde daran beteiligt sind, die Schüler, aber noch viel stärker die Lehrer. Ich glaube, Sie können einem Schüler nicht vermitteln, dass Lernen wichtig ist, wenn die Schüler nicht selber sehen, dass ihre Lehrer selber lernen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend im digitalen Zeitalter, dass jeder lernend ist. Schauen wir uns ein paar Daten an. Das hat damit zu tun, wen wir als Lehrer gewinnen. Natürlich, wie wir die Lehrer unterstützen. Wie wir sicherstellen, dass sich guter Unterricht auch irgendwo auszahlt. Die größte Frustration, die wir sehen in der Lehrerschaft, in unserer Thales-Studie, ist, dass ein sehr großer Lehrer glaubt, es interessiert sich niemand für unsere Arbeit. Es gibt keine öffentliche Anerkennung für gute Arbeit. Es geht gar nicht um Dinge wie Bezahlung. Es geht eher darum, dass im Grunde gute Arbeit irgendwo untergeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zum Letzten, wie können wir sicherstellen, dass das Ansehen, das soziale Ansehen des Lehrerberufs in der Gesellschaft positiv ist? All das sind wichtige Faktoren. Schauen Sie sich mal hier das Ansehen der Lehrerschaft in der Gesellschaft an, wie das variiert. Leider haben wir für Deutschland hier keine Daten, aber sehen Sie zum Beispiel in Malaysia, in Singapur, in Finnland und so weiter, sind der große Anteil der Lehrer davon überzeugt, dass ihr Beruf in der Gesellschaft Anerkennung findet. Meine Kinder gehen in Frankreich zur Schule. 5 von 100 Lehrer glauben, dass der Beruf, dem sie jeden Tag nachgehen, in der Gesellschaft Anerkennung findet. Und jetzt können Sie natürlich sagen, okay, das sind ja nur die Klagen der Lehrer, aber wenn Sie das mit den PISA-Resultaten verbinden, übersetzt sich das praktisch 1:1 in Leistungsergebnisse. Kausalität hin und her, das ist eine andere Frage, aber es gibt diesen Zusammenhang, das gesellschaftliche Bild. Und jetzt fragen Sie mich, was hat denn das mit Digitalisierung zu tun oder Arbeitsorganisation? Sehr, sehr viel. Wo die Gesellschaft denkt, oh, da sind Leute, die vermitteln einfach Textbücher, die irgendwo im Ministerium entwickelt worden sind, da sinkt das Ansehen, denn das ist das Zeitalter der Industrialisierung. Wenn aber die Gesellschaft sieht, da sind Leute, Mensch, jeden Tag entwickeln die neue Dinge, die machen spannende Projekte, meine Kinder sind begeistert, steigt das Ansehen. Und das ist im Grunde die Möglichkeit des digitalen Zeitalters. Wir haben das gemessen. Wenn wir Professionalität anschauen, hat das natürlich mit dem Wissen der Lehrer zu tun. Das ist das Erste, was Schüler unmittelbar erkennen.
Wenn Sie Schüler danach fragen, ob Ihre Lehrer wirkliche Experten in Ihrem Fach sind, das ist einer der besten Prädiktoren für Schülerleistung. Viel besser, als der Ausbildungsgrad der Lehrer selber ist. Also, die Wissensbasis, aber das ist damit nicht getan. Wichtig ist, welchen Gestaltungsfreiraum haben Lehrer tatsächlich? Und das ist in Deutschland immer noch sehr, sehr begrenzt. Schulautonomie wird groß geschrieben, aber in der Realität ist die Arbeitsorganisation derart, dass selbst legale Freiräume für Lehrkräfte und Schulleiter selten ausgeschöpft werden. Autonomie. Aber der dritte Aspekt bringt das alles erst zur Geltung. Und das ist im Grunde die gemeinsame Arbeitsorganisation. Das ist wirklich das, was erfolgreiche Bildungssysteme auszeichnet. Schauen Sie das Beispiel Polen an. Da ist das Dreieck sehr groß. Sie sind in allen Bereichen gut. Portugal oder Malaysia ist ein interessantes Beispiel. Erstausbildung ist okay, aber nicht so besonders gut. Und das ist etwas, was wir überall gesehen haben in der Welt. Die Erstausbildung verliert an Bedeutung. Die Weiter- und Fortbildung der Lehrkräfte gewinnt an Bedeutung. Wo die Malaysier und die Asiaten nicht so toll sind, ist in der Autonomie, aber sie sind besonders gut darin, diese Peer-Networks auszubauen. Schauen Sie mal Europa an, Italien, die Lehrer dürfen machen, was sie wollen. Autonomie großgeschrieben, aber Fachkompetenz begrenzt und die Peer-Networks sind nicht da. Und spätestens da sind Sie doch verwundert. Wenn Sie Menschen aus Italien kennen, das sind alles sehr soziale Menschen, sehr kommunikative Menschen, die sind eigentlich im Grunde die idealen Personen für Peer-Networks. Warum funktioniert das dort nicht? Die Antwort ist, das liegt nicht an den Leuten, das liegt an der Arbeitsorganisation. Die Chinesen und die Malaysier sind sicherlich nicht kommunikativer als die Italiener, aber die Art und Weise, wie Schule dort organisiert ist, wie Lehrer miteinander vernetzt sind, durch WeChat, durch andere Kommunikationssysteme, bringt sie dazu, gemeinsam an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Meine Kinder Frankreich, wie gesagt, Erstausbildung gut, Autonomie schwach und auch die Peer-Networks schwach. Und jetzt können Sie natürlich die Bildungssysteme danach ranken. Wissen, Autonomie, Networks, und da sehen Sie enorme Unterschiede. Aber da sehen Sie auch, dass die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme von verschiedenen Faktoren bestimmt wird. Estland, eins der Bildungssysteme mit den Spitzenleistungen, hat in den letzten Jahren sogar Finnland überholt. Weil der Gestaltungsfreiraum für Lehrkräfte so gut ist. Und Digitalisierung ist dort nicht nur im Bildungsbereich groß geschrieben, das gilt in fast allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Die sind meilenweit voraus, wenn Sie das mit Deutschland vergleichen. Digitalisierung ist dort überall. Und das hat eben auch dazu geführt, dass Lehrer unglaublich viel kreativer sein können in der Gestaltung von Unterrichtskonzepten. Shanghai, China, das sind die Peer-Networks, die Vernetzung von Lehrern, die dort an erster Stelle steht. Also unterschiedliche Stärken, aber insgesamt sind sie sehr bedeutend für den Erfolg eines Bildungssystems. Wie können wir im Grunde Digitalisierung nutzen, von den vertikal orientierten Bildungssystemen wegzukommen zu einem Bildungssystem, wo der Einzelne aus dem Klassenzimmer, aus der Schule herausschaut? Einfach gesagt, schwer umzusetzen. Finnland ist ein interessantes Beispiel. Da hat man sehr damit gekämpft, in den 70er, 80er Jahren von einem sehr stark hierarchischen Bildungssystem wegzukommen zu einem Bildungssystem, das stärker vernetzt und gemeinsam miteinander arbeitet. Beispiel, wenn Sie Schulleiter in Finnland sind, verbringen Sie 2/3 Ihrer Zeit als Schulleiter in der Schule, ganz klar, aber 1/3 Ihrer Zeit sind Sie Mitarbeiter im Ministerium oder in der lokalen Behörde. Das heißt, im Ministerium finden Sie keine Verwaltungsbeamten, sondern finden Sie Leute, die selber Schulen leiten. Und da treffen Sie auch Ihre Kollegen und da lösen Sie Ihre eigenen Probleme. Und wenn Sie sie nicht lösen, erleben Sie sie an der Schule später. Ganz eine Arbeitsorganisation, wo im Grunde alle Leute gemeinsam miteinander arbeiten an der Lösung von Problemen. Vernetzung. Ich würde Ihnen das nicht erzählen, wenn wir das nicht in den Resultaten wiederfinden. Was an Finnland beeindruckend ist, ist nicht der gute Mittelwert bei den Leistungswerten, sondern dass nur 5% der Leistungsvarianz zwischen den Schulen liegen. Jede Schule funktioniert. Und das funktioniert, weil jede Schule weiß, was jede andere Schule macht und weil jede Lehrkraft weiß, was jede andere Lehrkraft macht. Das ist genau das Beispiel, was ich Ihnen vorhin aus Shanghai genannt hatte. Transparenz, Offenheit, Zusammenhang. Warum stelle ich das in den Vordergrund? Weil das auch die Attraktivität des Lehrerberufs in entscheidender Weise beeinflusst. Ganz, ganz entscheidend. Schauen Sie sich das aber hier nochmal an. Jetzt sagen Sie mir jetzt, ja, Austausch, professioneller Austausch findet doch auch in Deutschland statt. Natürlich,
wir diskutieren einzelne Ressourcen, wir teilen auch Unterrichtskonzepte, wir arbeiten im Team, wir machen Konferenzen und so weiter. Ne? Oberflächlich betrachtet, ja. Aber wenn es auf die wirkliche professionelle Zusammenarbeit ausgeht, ne, unterrichte ich wirklich gemeinsam mit meinen Kollegen, entwickle ich mich gemeinsam mit den Kollegen weiter. Ne? Wir wissen zum Beispiel, Weiterentwicklung, Fortbildung bringt so viel mehr, wenn sie im Team, im Schulkontext stattfindet, als wenn sie einzeln das machen. Classroom Observation, ne? Beobachte ich andere Klassen. Ne? Praktisch nie, ne? Weniger als 10%. Und da ist das Spannungsverhältnis zwischen anderen Staaten so deutlich. Ne? Also, man kann sagen auf der einen Seite, ja, es findet Kommunikation statt, aber nicht in den entscheidenden Bereichen. Ne? Warum sage ich Ihnen das? Wir sehen sehr deutlich dort, wo Lehrer mehr gemeinsam unterrichten, wo sie öfter andere Klassen besuchen, wo sie mehr engagiert sind in gemeinsamen Aktivitäten, wo sie mehr an gemeinsamer Fortbildung teilnehmen, ist fast alles besser. Selbstwirksamkeit, ne? Ich fühle mich dann effizienter in meinem Lernen. Jobzufriedenheit, ich bin zufriedener mit meinem Job. Das hat größeren Einfluss als die Größe der Klassen, selbst als die Lehrerbezahlung. Das sind entscheidende Einflussfaktoren. Die können wir im Grunde relativ einfach gestalten. Und all diese Faktoren sind Faktoren des digitalen Zeitalters der Arbeitsorganisation. In der Vergangenheit war alles irgendwo aufgeteilt. Wir haben verschiedene Fächer unterrichtet, wir haben Schüler irgendwo eingeteilt, in Schulformen, in Schulorganisationen. Die Zukunft liegt in einer sehr viel stärkeren Integration. Integration von Kontexten, Integration von Fächerinhalten, Integration von Schul- und Schülerkontexten. Heterogenität in jeder Art und Weise fördert im Grunde Lernen. Sie fördert auch die Fähigkeit, die im digitalen Zeitalter so entscheidend ist. Kann ich akzeptieren, kann ich mit Menschen arbeiten, die anders denken als ich, die vielleicht aus einem anderen kulturellen Kontext kommen. All das sind entscheidende Fähigkeiten, die zum Erfolg im digitalen Zeitalter gehören. In der Vergangenheit haben wir alle Schüler irgendwo gleich unterrichtet. Die Zukunft liegt wirklich darin, die verschiedenen Fähigkeiten der Schüler selber zu erkennen, zu fördern. Da liegt das Potenzial der digitalen Medien. Und ich glaube auch hier nicht zunächst im Klassenzimmer, sondern primär daran, wie ich der Technologie außerhalb des Klassenzimmers. Wenn Sie so Flip Classrooms, all solche Konzepte sind ganz entscheidend. Dort können Schüler heute wirklich durch geeignete Software sehr viel individueller betreut werden. Da gibt es in einigen Ländern riesige Industrien dazu. Die haben das sofort erkannt, sofort ausgenutzt. Ich spreche nicht dafür. Ich denke, das ist eigentlich Aufgabe eines guten Bildungssystems. Wenn das eine Industrie macht, heißt das im Grunde, das Bildungssystem hat das irgendwo nicht hinbekommen. Aber ich denke, in Ländern Europas ist das noch nicht mal so weit gekommen, dass die Industrie das als Betätigungsfeld entdeckt hat oft. Wir müssen auch davon wegkommen, dass Lernen irgendwo ein Platz ist, ich bringe meine Kinder irgendwie zur Schule, sondern wirklich erfassen, dass Lernen Aktivität ist, die sich in so vielen verschiedenen Kontexten entfalten kann, an so vielen verschiedenen Orten. Im Grunde auch da werden unsere Schulgebäude immer noch eindenkt. Die physische Organisation von Schule widerspricht den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters, der Vernetzung, des gemeinsamen Arbeits, der flexiblen Unterrichts- und Arbeitsformen. Sehr, sehr viel zu tun. Das ist am schwierigsten zu verändern. Wir können nicht alle Schulgebäude abreißen, aber irgendwo eine Art und Weise, was zu verändern. Gut, davon hatte ich schon gesprochen, das werde ich hier überschlagen. Letzter Punkt, ne? Wie können wir auch im Grunde Arbeitsverwaltung so verändern, dass wir von der sehr administrativ intensiven Arbeit mehr hinkommen zu einer Arbeit, wo wir Professionalität in den Vordergrund stellen. Auch da, denke ich, hat die Digitalisierung enormes Potenzial. Ne? Und das, ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube nie, dass Technologie Lehrerschule ersetzen wird. Ne? Wie gesagt, Lernen ist ein sozialer Prozess. Aber ich glaube, Technologie kann uns von all den Arbeitsvorgängen in der Schule befreien, die letztendlich nichts mit Lehren und Schule und Unterricht zu tun haben, den ganzen administrativen Vorgängen. Und genau das sehen wir in vielen anderen Kontexten. Wir können uns auf das konzentrieren, was unseren Beruf heute ausmacht. Das sehe ich in der Medizin, das könnten wir in der Pädagogik sehen. Also ich denke, da gehört jetzt sehr viel dazu, aber das heißt eben auch, dass die Normen der Profession von der Profession selber gestaltet werden und nicht im Grunde von der Administration. Dass wir wegkommen von Standardisierung, Compliance, Conformity, wo alles im Grunde gleich gemacht wird, zu einer viel stärkeren Förderung von guten Ideen.
Es ist nicht schwierig, im Grunde gute Ideen irgendwo ins System zu bringen. Das, was ein gutes Bildungssystem auszeichnet, ist, die guten Ideen im System zu finden und in das System zu tragen. Daran scheitern. Also wir finden tausende von fantastischen Pilotprojekten im Bereich der Digitalisierung. Das ist keine Kunst. Die Kunst liegt darin, diese Pilotprojekte zu vernetzen. Letztes Beispiel zu Shanghai dazu. Wenn Sie dort Lehrer sind oder in einer Schule arbeiten, ist das ganz, ganz leicht vom Ministerium Geld für Experimente zu bekommen. Sie sagen zum Beispiel, ich habe 50 Kinder in der Klasse, funktioniert nicht, ich brauche 30 Kinder. Sagt das Ministerium nicht, nein, sondern zeig uns, dass das besser funktioniert. Mach ein Experiment, hier kriegst du Ressourcen für ein Jahr. Am Ende des Schuljahres schreiben Sie Ihren Bericht. Wenn der Bericht überzeugend ist, schicken Sie ihn ans Ministerium. Und das Ministerium sagt nicht, richtig oder falsch, sondern das Ministerium wird Ihnen sagen, klingt interessant. Zeigen Sie uns, dass Sie das an 10 anderen Schulen wiederholen können, mit anderen Personen an anderen Orten. Sie sind in der Verantwortung. Sie kriegen die Ressourcen. Haben Sie damit recht? Klappt das? Haben Sie den Status einer Experimentalschule? Dann können Sie das systemisch umsetzen. Die guten Ideen an der Quelle fördern, zu vernetzen. Das ist das Zeitalter der Digitalisierung. Letzte Folie. Das ist eigentlich das deprimierendste Bild, was ich Ihnen zeige heute. Wir haben die Lehrkräfte gefragt, wenn ich innovativ in meinem Unterricht bin, führt das zu positiven oder zu negativen Konsequenzen? Mehr als drei Viertel der Lehrer sagen, das bringt nichts. Eher Nachteile als Vorteile. Das muss nicht die Realität sein. Das ist aber die wahrgenommene Realität. Und wenn wir diese wahrgenommene Realität nicht verändern, verändern wir nichts. Herzlichen Dank.